Guten Morgen. Es ist Samstag in der Früh und wir stehen jetzt in Huben am Eingang vom Defferregental. Der Mario ist dabei. Morgen. Und wir fahren jetzt den Staller Sattel hoch. Das geht jetzt irgendwie 35 Kilometer das Tal hinauf bis zum Staller Sattel auf 2050 Meter, glaube ich, ist der hoch. Genau, dann runter ins Antholzer Tal, am Antholzer See vorbei und Richtung Bruneck. Vom Bruneck geht es dann das Tal entlang, ich weiß gar nicht, wie es heißt, genau, an der Drau entlang bis nach Lienz und von Lienz hier wieder zurück nach Huben. Genau, das ist eine Runde mit 140 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Wetter wird herrlich, keine Wolke am Himmel, eher schon zu heiß wird es wahrscheinlich, aber wir wollen nicht meckern. Auf geht's. 10% die 60 Kilometer. So, keine 100 Meter gefahren, schon geht's 3 Kilometer nach oben. Aber dann wird es wieder flacher. 10% 2 Kilometer. So, ersten Anstieg haben wir. 5,5 Kilometer, 250 Höhenmeter. Kurze Pause gemacht, was gegessen, getrunken, 600 Höhenmeter haben wir, 20 Kilometer, 15 Kilometer noch, geht es jetzt nach oben und dann haben wir es. Halbe Stunde. Halbe Stunde, ja genau, im großen Blatt. So, jetzt geht's hoch, 500 Höhenmeter, 7,6 Kilometer. Sind wir gleich oben, 50 Höhenmeter noch. Ganz fein. Sieht schon gut aus. Ja, Schlussanstieg bis da hoch. Genau. Da unten ist der Antholzer See. Antholzer See. Wir wollten das Foto machen, wir sind gleich wieder weg. Abfahrt war mega. Das ist ein Traum, die Abfahrt. Sind wir in Lienz, 123 Kilometer haben wir, sind es noch 20. Schauen wir mal, dass wir noch irgendwas zum Essen kriegen. So,
Also ich habe eigentlich so einen Imbiss in Erinnerung gehabt, aber den haben wir jetzt nicht mehr gefunden. Jetzt sind wir 2 Kilometer dran vorbeigefahren. Ah, jetzt haben wir noch 9 Kilometer, jetzt fahren wir bis zum Auto. So, da sind wir wieder am Auto. 142 Kilometer waren es und 1800 Höhenmeter. Schön war es, anstrengend war es. Zum Schluss ist uns das Essen ausgegangen. Ja, weil aber war bombig. Fandest du? Bombig, bombige Tour. Schöner Anstieg. Ich fand es entspannt am Pustertalradweg. Entspannt, ja, mit den ganzen E-Bikern. Ja, das ist Wahnsinn. Also E-Biker, gefühlt nur E-Bikes. Ein paar Rennradl und sonst E-Bikes. Genau. Also, abonniert meinen Kanal, das wäre schön. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye.